Dr. Seehausers nächste Patientin steuert auf den schönsten Tag in ihrem Leben zu. Doch die zukünftige Braut plagen nicht nur heftige Schmerzen im Bein. Sie hatten sich ja telefonisch gemeldet. Da hatten Sie extra noch mal gefragt, ob Ihr Verlobter mitkommen kann. Oder ist das bei uns ein Tippfehler, ist es eine Verlobte? Nein, ich bin die Freundin. Der Verlobte, der hat sich schon wieder abgemeldet, weil... Naja, beziehungsweise er ist nicht zu erreichen. Der ist, ich weiß nicht, wo er ist. Er wollte eigentlich mitkommen. Meine liebe Freundin Martina Köhler. Die springt wie immer ein, weil der Zukünftige doch ein bisschen unzuverlässig ist, ne? Ja, so kennen wir ja die Männer, ne? Ja, ja. Frau Kaufmann hatte eine Überweisung von ihrem Hausarzt. Der hatte festgestellt, dass sie Schmerzen im rechten Schienbeinbereich hat. Und sowas ist nicht zu unterschätzen, wenn das länger anhält. Deswegen war sie bei uns für eine orthopädische Untersuchung. Ich habe die seit ein paar Tagen. Ja? Ja. Okay. Hingefallen oder sowas sind sie aber nicht? Nein. Nein, okay. Es ist jetzt schlimmer mit den Bauchschmerzen oder was? Ach, ist schon okay. Kommt vom Stress. Ja, aber sie hielten sich eben schon so hier am Bauch. Ja, ich hatte vor 14 Tagen beim Probeessen für das Hochzeitsessen eine Lebensmittelvergiftung, musste Antibiotika nehmen. Da hat der Mann übrigens auch nicht mit. Okay. Ja. Also alleine das Probeessen. Und du hast so mega Stress in letzter Zeit, also da wundert mich überhaupt nichts. Ja, ich hab, also es ist ein bisschen stressig, das Jahr. Ne? Mhm. Also ich arbeite auf den perfekten Tag hin. Ne? Mhm. Wir wollen in 2 Wochen heiraten, das soll ja auch schön werden. Ja. Und ich glaube, dass das so ein bisschen... Jetzt ging die Generalprobe schon mal richtig in die Hose, ne? Ja. Sie sagten, Sie haben im Moment relativ viel Stress. Sind Sie viel unterwegs? Ja, für die Hochzeitsvorbereitung. Okay. Also ich laufe sehr viel. Das also viel mehr als vorher, ne? Ja. Tatsächlich hatte die Patientin darüber geklagt, dass diese Stellen immer wieder brennen, beziehungsweise auch so eine Art von Juckreiz dort sich manifestiert hat. Und man konnte auch sehen, dass die Haut so ein bisschen irritiert war. War das jetzt vielleicht durch Eigenanwendungen von irgendwelchen Salben oder sich dort gekratzt hat? Auf jeden Fall konnte man aber erkennen, dass der Schmerz im rechten Bein viel, viel deutlicher war als auf der anderen Seite, dass es hier zu einer relativ einseitigen Belastung kommt und dass es auch hier zu einer Überbelastung kam. Thomas. Hallo Schatz, sag mal, wo bist du? Ich dachte, du kommst mit mir ins Krankenhaus. Ja. Was ist denn so viel wichtiger? Wer ist das? Einen Moment kurz. Aber weißt du was, ich kenne die Frau da im Hintergrund. Nee, wer ist das denn? Ja, seine Ex-Freundin. Ach komm, du machst Quatsch. Das kann nicht sein. Kriegt er jetzt doch kalte Füße, oder? Ja. Ja, also das, was wir jetzt so mitbekommen, hört sich ja jetzt auch nicht so gut an. War natürlich mega peinlich, mitten in so einer Untersuchung, so ein komischer Anruf. Dann war sofort der Verdacht da, dass im Hintergrund musste die Ex-Freundin sein. Ich fühlte mich in der Situation sichtlich unangenehm und habe natürlich versucht, mich erstmal auf das Medizinische zu beschränken. Wir machen das jetzt mit der angemeldeten Radiologie, mit dem Röntgen. Das ist ja schon angemeldet im Vorfeld. Und dann schauen wir uns erstmal an, was da rauskommt. Denn die Frage ist ja so ein bisschen, wenn es da so permanente Reizungen gibt, ja, dann besteht immer die Gefahr, auch rein theoretisch, dass der Knochen so ein bisschen poröser wird, beziehungsweise ein bisschen geschwächt wird. Und dann besteht sogar die Möglichkeit, wenn es zu einer temporären Überbelastung kommt, dass da auch ein Bruch möglich ist, also eine Fraktur, so eine sogenannte Stressfraktur. Gebrochen. Und da ist die Frage, das wollen wir natürlich erstmal kategorisch ausschließen. Ne? Und viel wichtiger ist ja perspektivisch gesehen, wenn Sie in 2 Wochen heiraten wollen, dann wollen Sie auch fit sein. Ich würde vorschlagen, vielleicht finden wir ja draußen ja gleich einen Tee oder sowas und dann schauen wir, ob das mit dem Magenschmerz auch wieder besser geht. Liegt es gerade ein bisschen am Stress oder vielleicht doch noch an den Nachwirkungen der Antibiose. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Bein an, dafür sind Sie ja bei uns da. Und alles andere, das klärt sich schon. Und vielleicht ruft er ja gleich nochmal dann zurück. Mhm. Machen wir das so? Okay. Die Braut in Spee weiß ganz genau, woher ihre Schmerzen im Bein rühren. Doch nicht einmal ihrer Freundin Martina hat sie davon erzählt. Unterdessen passiert dem Bettenkurier der Klinik ein kleines Malheur. Ein dickes Ding hat sich der begeisterte Skifahrer jedoch an anderer Stelle geleistet. Frederik, ich habe den Moritz einmal mitgebracht. Wir hatten gerade so einen kleinen Unfall auf dem Flur. Der ist mit dem Bett gegen den Servicewagen gekracht. Okay. Und dann haben wir gesehen, dass der Daumen ganz schön rot ist. Und dann dachte ich, du guckst dir das besser mal an eben. Okay, also hoher Besuch hier. Bist du noch hier bei uns als Bettenkurier? Ja, ne? Ja, machst du noch. Mhm. Super. Dann gucke ich mir das mal fix an. Ist das jetzt gerade passiert? Nee. Nee, wir dachten zuerst, er war letztens noch krank geschrieben, haben wir gedacht, dass es da passiert ist, aber er sagte, das ist neu. Das ist neu jetzt im Handbereich. Hast du das jetzt gerade? Das kam jetzt aber nicht gerade durch den Unfall, oder was? Nein. Ah, warte mal. Also. Und in die Richtung tut's weh.
Ist ja auch weiter aufklappbar als normal, ne? Mo, machst du irgendeinen Sport oder so? Also ich sag mal so, guck, wenn das so weit aufklappbar ist, hast du das eigentlich, wenn man im Trikot zum Beispiel hängen bleibt, beziehungsweise so jetzt nicht bei uns in der Region, aber ich sag mal zum Beispiel Süddeutschland, Österreich, Schweiz, in den Gegenden, da würde ich sagen, so ein Skidaum zum Beispiel, weil es häufig ja beim Skistock, beziehungsweise bei der Schlaufe, da bleibst du dran. Aber sag mal, hast du nicht auch Sonnenbrand da jetzt, im Gesicht? Jetzt kann ich es ja eh nicht mehr verheimlichen. Es tut mir echt leid, ich war im Skiurlaub, während ich krankgeschrieben bin. Und da habe ich mir die Verletzung dann zugezogen. Ja, Skiurlaub, ja. Ja, würde natürlich passen, bist du hingeflogen und dann mit dem Daumen hängen geblieben. Ja. Habe ich mich verletzt. Ja, gut. Ich nicht nochmal vor, tut mir echt leid. Ja, gut, ich sag mal so, aber Skiurlaub ist jetzt an sich ja nicht so schlimm, aber du sagst, du bist ja krankgeschrieben, oder was? Ja, letzte Woche, ne? Mhm. Und deswegen auch heute hier mit Cappy oder was unterwegs? Ja, ich habe mir noch einen Sonnenbrand zu. Sieht man natürlich schön den Brillenabdruck, so einen alpinen Sonnenabdruck. Ja, Mo, weiß ich nicht. Ist natürlich nicht so die beste Idee. Mit einer Orthese bzw. Schonung, da lässt sich das Ganze gut therapieren. Es wird ihm aber noch ein paar Tage lang wehtun. Generell muss man sagen, dass dieses ganze Konstrukt, das der Kollege uns hier erzählt hat, also mit der Krankschreibung und Arbeiten gehen mit verletzter Hand, nicht ganz so clever war. Denn tatsächlich kann sich diese Verletzung immer weiter verschlimmern und tatsächlich auch zu chronischen Schmerzen führen. Stell dir mal vor, da wäre jemand im Bett drin gelegen und der wäre rausgeflogen. Ja, das wäre schlecht gewesen, ne? Ah ja, also das Problem ist, die Problematik da im Daumenbereich ist so, das ist so ein ganz kleines Band, was da abreißt. Und wenn das Band gerissen ist, und das passiert eben, wie gesagt, wenn man meistens bei der Schlaufe vom Skistock so hängen bleibt und stürzt, dann reißt es der Daumen weiter aufklappbar. Das tut weh und wenn man das kühlt, das vergeht mal, aber das wird nie richtig viel besser. Wichtig ist, dass man gucken muss radiologisch, ob da nicht sogar noch was vom Knochen abgesplittert ist. Das ist immer so die Gefahr, weil dann gibt es theoretisch auch bei der Heilung Probleme. Das heißt, wir müssten das einmal radiologisch abklären. Zum einen kann das hausintern echt zu Problemen führen, denn er hat da schon gelogen. Also ne, wenn man sagt, man ist krank und macht dann Urlaub, dann ist das nicht unbedingt ein Kavaliersdelikt. Und zum anderen ist das so, dass die ganze medizinische Versorgung hier von der Versicherung höchstwahrscheinlich nicht übernommen werden kann. Denn eigentlich war in Anführungszeichen ja krankgeschrieben und war nicht in der Lage, Ski zu fahren. Aber höchstwahrscheinlich ist ihm das eine Lehre. Aushilfe Moritz will sein Fehlverhalten melden und hat Glück, dass er mit einer Abmahnung davonkommt. Bei der zukünftigen Braut Ines wollen sich indes keine Glücksgefühle einstellen. Ganz im Gegenteil. Ihr Verlobter Thomas sorgt erneut für einen Aufreger. Was hat das denn jetzt schon wieder zu bedeuten? Kriegt ihr jetzt gerade die Kurse, einen Ring? Und jemand schreibt herzlichen Glückwunsch. Nee. Also. Alles in Ordnung bei Ihnen? Kann ich irgendwas tun? Sie wirken sehr aufgebracht gerade. Ich kann gar nicht glauben, was ich da gerade sehe, weil da ist mein Verlobter und mit einer Frau oder beziehungsweise mit seiner Ex-Freundin und die hält den Ring nach oben. Und haben Sie Bauchschmerzen? Ja. Ist Ihnen auch übel? Ja. Soll ich Ihnen mal schnell eine Schale holen? Ja. Ja, okay. Ach Mann, Ines. Oh. Dass der baldigen Braut bei diesen Nachrichten regelrecht die Galle hochkommt, kann Martina ihrer Freundin nur allzu gut nachfühlen. Doch es soll zu einer weiteren Gemeinheit kommen und die ist für die 36-jährige Ines nur noch schwer zu verdauen. Also das wundert einen doch nicht, dass es jetzt schlimmer geworden ist. Da hat jetzt der Ehemann mit der Ex-Freundin so ein Ringfoto gepostet. Unangenehm, ne? Ja. So eine leichte Abwehrspannung ist auf jeden Fall vernehmbar. Mit einem Ring am Finger, wo du in 14 Tagen heiratest. Ja, kannst du mal gucken, ob da noch irgendwas drunter gepostet ist. Kannst du einmal ein bisschen mit frei machen, ganz gerne? Dann würde ich ganz gerne mal einen Ultraschall machen. Die schreibt, endlich steckt mir mal ein Mann einen Ring an den Finger. Nee, ne? Für den Verlobten sah es tatsächlich zwischendurch nicht gut aus, muss man ganz klar sagen. Also, die Freundin der Patientin hat da wirklich immer weiter reingestachelt und da kamen halt auch Sachen raus, dass ich selber auch schon dachte, er würde seine Verlobte betrügen. Also es sah zwischendurch wirklich nicht gut aus. Ich dachte schon, die Hochzeit wird gar nicht stattfinden. Ich bin enttäuscht. Ich arbeite seit Wochen für diese Hochzeit, dass alles perfekt wird und jetzt postet der mit seiner Ex-Freundin dieses Bild. Frau Kaufmann, kurze Frage. Wie lange war das her mit diesem Probeessen und dieser schweren Lebensmittelvergiftung? Das war vor 2 Wochen. Sie dürfen einmal den Mund-Nasen-Schutz einmal abnehmen, bitte. Ja. Also, Frau Kaufmann, erstmal die gute Nachricht. Jetzt so per se für mich. Sichtbar ist erstmal nichts. Auf der anderen Seite ist es so,
immer wenn wir nichts sehen, dann können wir auch nicht so viel therapieren. Mhm. Ja. Das sah jetzt zwar als alles relativ normal aus, aber dennoch bleibt da immer die Möglichkeit eines potenziellen Magengeschwürs, was sich jetzt via Ultraschall nicht direkt ausschließen lässt. Das müsste man gastroenterologisch auf einmal untersuchen lassen. Das machen die Kollegen. Ein Magengeschwür, das wird meistens ausgelöst zum Beispiel durch ungesunde Ernährung oder zum Beispiel durch bakterielle Infekte. Hier gab es verschiedene Faktoren, die wahrscheinlich hier diese Gastritis, also diese Magenwand oder Magenentzündung, aber auch dieses Magengeschwür vielleicht, dieses potenzielle katalysiert haben. Zum einen hat unsere Patientin hier einen sehr, sehr hohen emotionalen Stress kurz vor der Hochzeit. Und da ist dieses Erkrankungsmuster gar nicht so selten. Und zum anderen haben wir noch diese frisch überstandene Lebensmittelvergiftung mit der Antibiose. Auf jeden Fall würde ich das aber ganz gerne einmal medikamentös hier schon mal intuitiv erstmal, beziehungsweise initial erstmal behandeln. Denn Sie müssen sich überlegen, wenn Sie in 2 Wochen heiraten wollen, das Stresslevel steigt weiter an. Und so ein Magengeschwür, wenn sich das etabliert, kann das tatsächlich in der Magenwand zu Blutungen führen. Entschuldigung, dass ich störe. Der Herr Hellmann ist gerade angekommen. Das ist der Verlobte. Darf der rein? Das hat die Patientin zu schnell. Ist das okay? Ja. Ja, okay, dann gehen Sie ruhig rein. Dankeschön. Hallo. Was machst du denn? Ja, tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Warum warst du heute den ganzen Tag nicht erreichbar? Ja, ich musste noch was ganz Wichtiges erledigen. Ah, okay. Thomas, warum? Das kann nicht sein. Ja, darf ich mal eben bitte? Und warum sehe ich dann in den sozialen Medien hier dieses Bild von deiner Ex-Freundin mit einem Ring am Finger? Oh, weißt du, was da drunter steht? Nein. Endlich steckt mir mal jemand einen Ring an den Finger. Nee, also das ist ganz anders. Das hat gar nichts zu bedeuten. Ich habe verdödelt, die Ehringe frühzeitig zu kaufen. Die wollte ich eigentlich ja schon längst geholt haben, hab's aber leider erst heute geschafft. Ach so, ich wollte mit meiner Schwester eigentlich die Ringe holen und sie musste kurzfristig absagen, weil sie krank ist. Da ging nicht irgendjemand anderes. Ja, aber Schmuck und sowas ist ja gar nicht so meins. Da habe ich ja gar keine Ahnung von. Und ich wollte dir halt echt eine Freude machen. Ich wollte für dich den perfekten Ring aussuchen. Ich wollte, dass du das, was ich machen soll, das sollte perfekt sein. Und sie ist halt nur mal vom Fach. Sie ist halt Schmuckverkäuferin und da musste ich leider auf diese Alternative zurückgreifen. Und sie konnte halt nur heute, weil heute ihr freier Tag ist und sonst wäre es wieder zu spät gewesen. Also das war wirklich nicht, und dass sie das gemacht hat, da werde ich auf jeden Fall noch mal mit ihr reden. Das geht gar nicht so was, sie soll es rausmachen, weil ich liebe nur dich und niemand anders, das weißt du. Ich wollte es einfach für dich perfekt machen, so wie du es verdient hast. Ja, ist okay. Du weißt gar nicht, was du ihr antust. Dass du sie alles alleine machen lässt und so. Also ja, das kann ich einfach auch echt nur bestätigen, weil ich fühle mich in letzter Zeit wirklich sehr alleine. Ich hätte schon etwas mehr deine Unterstützung brauchen können. Und dass die Hochzeit, unsere Hochzeit, nicht irgendwie mein alleiniges Projekt ist. Ja, ja? Warum hast du denn nichts gesagt? Ich muss noch mal kurz stören, die Radiologie hat angerufen. Die Bilder sind jetzt im System vom Patienten. Ah, okay, wunderbar. Die könnt ihr euch angucken. Unsere Patientin hat wirklich alles dafür getan, eine perfekte Hochzeit zu organisieren. Dabei hat aber leider ihr Verlobter sie gar nicht unterstützt, was wirklich sehr, sehr schade ist. Sie hat ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Und ich meine, das ist einfach ein Ereignis, was man gemeinsam plant. Und ja, ich fände das auch nicht toll. Da sollte der Partner einen schon unterstützen. Ja. Und genau das war auch die Einschätzung, die wir ja hatten ganz am Anfang. Also wir haben hier eine Reizung, wir haben hier sogar eine Überreizung im Schienbeinbereich, also das sogenannte Schienbeinkantensyndrom. Und tatsächlich sieht man auch hier so einen Entzündungssaum direkt am Knochen, was bedeutet auch, wenn Sie sich jetzt nicht schonen, dann kann es tatsächlich zu Stressfrakturen kommen. Fraglich ist jetzt nur so ein bisschen, das muss ich ganz ehrlich sagen, also Sie machen jetzt nicht auf mich den Eindruck, dass Sie jetzt einer extremen Belastung ausgesetzt sind zum Alltag. Natürlich gibt es Vorbereitung, natürlich hat man den einen oder anderen Weg, aber das verkraftet der Körper. Was hast du jetzt? Ja, boah, mir ist das voll peinlich. Ich habe in den letzten Wochen jeden Abend Tanzstunden genommen. Seit 14 Tagen, weil ich nicht in hohen Schuhen tanzen kann. Und sonst tragen Sie nie hohe Schuhe oder eher wenige? Ich bin ja so klein. Hm. Ich trage immer flache Schuhe an. So. Gut, das ist natürlich ein Grund, wie es zu so einer Reizung kommen kann. Das gibt medizinisch auf jeden Fall Sinn. Wichtig ist jetzt, wenn das nicht in die Hose gehen soll in 2 Wochen, dass Sie vielleicht keine Bilder mehr mit Ihrer Ex-Freundin posten. Das wird auf jeden Fall nicht mehr passieren. Und bei Ihnen auf jeden Fall, dass es darum aber geht, dass Sie zum einen sich ein bisschen erholen. Hier werden wir auf jeden Fall mit Kühlungen arbeiten.
Und Miriam wird sich darum kümmern, dass sie auf jeden Fall in den nächsten 2 Wochen bei uns oder den Kollegen nochmal gastroenterologisch untersucht werden. Aber alles weitere erklärt dann die Miriam. Ne? Okay. Darf ich Ihnen mal ganz kurz die Blumen überreichen? Vielen Dank, das ist lieb. Dankeschön, dass sich die Strapazen vielleicht auch so ein bisschen gelohnt haben. Die Strapazen, die vor allem Ines auf sich genommen hat, haben sich gelohnt. Die beiden feiern ein unvergessliches Fest und auch der Hochzeitstanz in hohen Schuhen gelingt. Die Flitterwochen will Bräutigam Thomas organisieren und seine Traumfrau damit überraschen.